gibt 40 unterschiedliche Wege, eine Brust zu vergrößern. Wichtig ist es, dass es natürlich aussieht, also nicht operiert aussieht. Auch wichtig ist, dass es sicher ist, ohne Komplikationen. Und dass das Ergebnis langlebig ist. Nicht 2 Jahre, sondern eher 20 bis 30. Um dies zu ermöglichen, benutzen wir kohäsive Implantate, die nicht auslaufen. Es gibt so um die 300 unterschiedliche Formen und Größen, um dies zu ermöglichen. Der Hersteller gibt auch eine lebenslange Garantie auf diese Implantate. Um die OP durchzuführen, benutze ich einen kleinen Schnitt an der Brustwarze am Unterrand. Diese Narbe sehen Sie später so gut wie gar nicht. Dann umgehe ich die Drüse, um Nerven zu schonen, so dass Gefühl oder Stillfähigkeit erhalten bleibt. Dann gehe ich komplett unter dem Muskel, ich weiche den Muskel auseinander, somit ihn nicht auch zu verletzen, und setze das Implantat komplett unter dem Muskel. Das Implantat sitzt dann unter Brust und Bauchmuskel. Der Bauchmuskel ist wichtig, weil er hält das Implantat gegen die Schwerkraft, wie ein Muskel-BH. Die OP-Dauer ist circa 2 Stunden. Es ist eine Vollnarkose und die Patienten bleiben in der Regel eine Nacht in unserer Klinik. Wenn ich Ihr Interesse geweckt habe, würde ich mich sehr freuen, wenn Sie uns in der Ästhetikklinik besuchen für ein weiteres ausführliches Beratungsgespräch.